Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele Ball, Freunde, mal eine ganz andere Einstellung hier aus meinem Schlosspark. Liegt daran, dass mein Mikrofonkabel irgendwie zicken macht und ich hoffe, wenn ich das hinstelle, das Aufnahmegerät, dass es dann keine Zicken macht. War jetzt ein paar Mal in den letzten Tagen mit schlechter Qualität unterwegs. Heieiei, Stefan Raab, großes Thema heute überall, Riesenmarktanteile gehabt, sensationell. 6 Millionen Leute haben zugeschaut, das ist sehr viel. Allerdings früher beim Domino Day haben 10 Millionen zugeschaut. Ja, ich weiß, das sind andere Zeiten. Er hat verloren gegen Regina. Ich glaube, das ist alles völlig unwichtig gewesen. Viel wichtiger war für RTL die große Promotion-Kampagne. Stefan Raab ist back und er singt auch wieder. Und dann sagt er, ja, in den letzten 10 Jahren war es keine gute Fernsehunterhaltung. Buschi sagt, wir brauchen mehr Mut, aber mutig war das wirklich nicht. Das war ein Aufwasch von Dingen, die vor 10 Jahren zu Ende gegangen sind. War es wirklich gute Unterhaltung? Also die Meinungen gehen da weit auseinander, wenn man das mal im Internet recherchiert. Aber die Einschaltquoten in den nächsten Monaten, die werden dann entscheiden, ob Stefan Raab wirklich wieder da ist, wo er mal war. Gucken wir mal. So, nachher, am Ende, gibt es was Politisches heute hier. Wenn ihr anderer Meinung seid als Giovanni Trapattoni, dann solltet ihr nicht zuhören, weil der hat die Wutrede von damals, ihr wisst, Flasche leer und so, er hat sie wiederholt. Allerdings rein politisch. Was ist kaputt mit dieser Mannschaft? Habe ich noch nichts gesehen, solche Spieler? Rede, die ganze Tag rede, aber mache nichts. Was? Erlaube. Habeck, wollen Sie mal Kaltweiler Heizung leer? Marke alle verrückt mit dieser Wärmepumpe? Alle, die haben Haus, müssen Marke diese scheiße Wärmepumpe. Aber wer zahlt? Wer bezahlt diese Pumpe? Lang. Ist sie nicht so lang. Ist sie breit. Wie Pizza Calzone. Annalena Baerbocke. Jede, ist weiter. Wort. Annalena Baerbocke macht Fehler. Schlimme Fehler. Spreche schlechter Deutsch als ich. Scholz. Große Bundeskanzler, vergessen, was er hatte gegessen zum Mittagessen. Was er gemacht mit Nord Stream? Gestern wie kleine Pudel vor die Amerikaner, warum? Lindner, habe keine Profil, wie soll er vor Fußballschuhe getragen so lange? So kann man nichts gewinnen. Mit Spielern, schwach, wie deutsche Wirtschaft tot. Champions League raus, basta, erste Runde. Gegenklub und dritte Liga, muss er erstmal trainieren, hart werde besser. Und nichts redet so viel, sonst spiele wie Scheiße. Wir haben fertig. So, wir schauen mal auf den Bundesligaspieltag. War eigentlich weitgehend alles normal, finde ich. Leipzig 0-0 gegen Union, das hat mich ein bisschen überrascht. Dass Bremen in Mainz gewonnen hat, hat mich auch ein bisschen überrascht. Da wäre ich mit einem Unentschieden unterwegs gewesen. Es läuft auf einen Dreikampf hinaus, meiner Meinung nach, um die deutsche Meisterschaft. Also Bayern, Dortmund, Leverkusen. Unten im Moment Kiel, St. Pauli und Bochum 0 Punkte. Die werden sich auch schwer tun, die Klasse zu erhalten. Witzig, gestern, als ich unterwegs war, habe ich im Autoradio Bayern gehört und da sagte dann der Kommentator, es steht hier nach 16 Minuten 3-0 für den FC Bayern München, den deutschen Meister. Nein, Herr Kollege, die sind mal nicht deutscher Meister geworden. Aber so ist das im Kopf der Leute. Heute war Doppelpass. Da haben sie, glaube ich, 2¼ Stunden mit Max Eberl über die Bayern gesprochen. Ich fand es dann, wenn man kein Bayern-Fan ist, irgendwann langweilig. Thomas Helmer ist natürlich Bayern-Fan, ist als Moderator mal wieder eingesprungen. Und das war dann irgendwie, ja, ich fand ein bisschen unglücklich alles. Aber in Ordnung, die Bayern-Fans sind sicherlich auf ihre Kosten gekommen. Giovanni Trapattoni spricht über die deutsche Regierung. Also bitte, wenn ihr anderer Meinung seid, nehmt das alles nicht so ernst. Es ist Satire. Aber Satire kann verdammt wehtun. Tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.